Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ein guter Bekannter von mir meinte, mach nicht so lange, hat ja recht, wir haben schon lange Reden gehört, aber ich will doch den grünen Abschluss gestalten, zusammen mit Ihnen, meine Freunde. Und ich sage Ihnen, lass das Ding weg, ich kann auch ohne Mikrofon reden. Wenn die Probleme, die den Menschen auf den Nägeln brennen, von den etablierten Parteien nicht in gescheite Politik umgesetzt wird, dann ändert sich nicht der Wählerwille. Die Parteienlandschaft wird geändert, Uwe Schulz. Und das ist letztendlich die Ursache der Erfolgsgeschichte der AfD. Und wenn man dann solche tollen Leute in den Bundestag schickt, wie wir ihn heute erlebt haben, einen der Hauptrepräsentanten, der auch rhetorisch gekonnt in der Lage ist, die Dinge zu formulieren, sodass er von den Menschen verstanden wird, dann ist das unser Uwe Schulz aus Gießen. Was hervorragend! Meine Freunde, mit tiefer Dankbarkeit und Genugtuung haben wir zur Kenntnis genommen, dass diese Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag uns die nationale und kulturelle Würde, die ja überhaupt nicht mehr Gegenstand der Erörterung dort in Berlin war, wiedergegeben haben. Unseren unverwechselbaren Charakter als deutsches Volk sind sie permanent darzustellen mit ihren Anträgen. Sie haben uns unsere Selbstachtung und unser Selbstbewusstsein wiedergegeben und dieses auf die Agenda in Berlin gesetzt. Und dafür danken wir ganz herzlich. Und Uwe Schulz richtet das unseren Kollegen aus, dass wir stolz sind, euch im Reichstag zu wissen. Danke. Wir haben heute schon gehört, dass die Auseinandersetzung in Deutschland, in Europa und in dieser Welt gekennzeichnet ist durch zwei bipolare Positionen. Auf der einen Seite die Globalisierung, den Weltbürger, die keine nationalen Grenzen kennen wollen, die die Bindungslosigkeit sich auf ihr Panier geschrieben haben. Und in diesem Modell sollen fortan Volk, Nation, Familie, Tradition keine Rolle mehr spielen. Alles wird multikultureller, alles wird multiethnischer. All das wird multireligiöser. Das ist die Situation. Und das ist das Modell, welches die wollen, die früher als vaterlandslose Gesellen bezeichnet wurden. Die Sozis, was bilden die sich eigentlich ein, was das deutsche Volk verdient hat? Wir brauchen unsere Identität, unseren kulturellen Stolz. Das haben wir bewiesen in all den Jahrhunderten, wo dieses deutsche Volk hervorragend in der Weltgeschichte sich dargestellt hat und heute noch als solches gesehen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die singen auf ihren Veranstaltungen auch nicht das Deutschlandlied, welches wir natürlich nachher singen werden, sondern die singen auf ihren Veranstaltungen diese Kryptokommunisten der Linken. Diese Kryptokommunisten der Linken, so müssen sie bezeichnet werden, die versifften Grünen der 68er Bewegung und viele Sozis. Die Sozis singen auf ihren Veranstaltungen nicht das Deutschlandlied, sondern Brüder zur Sonne zur Freizeit. Das ist ihr Lied. Und die andere Position, die wir vertreten, die meisten Deutschen, sag ich mal, vertreten, und sie werden erleben, dass es die Geschichte mit sich bringt, dass die Menschen vernünftiger werden, dass die Menschen dabei sind zu begreifen, dass es mit dieser
Politik, die nicht die Interessen unserer Menschen zum Gegenstand ihrer Erörterung macht, letztendlich weiter zurückgehen. Wer hätte denn vor einigen Jahren geglaubt, dass die SPD heute bei 17% anzusiedeln wäre? Und hätte keiner erwartet, dass diese schneidige AfD, und der Uwe Schulz und die anderen haben es ja vorneweg auch schon gesagt, dabei ist, Deutschland mit einer so notwendigen konservativen Grundausstattung hinsichtlich der Orientierung aufzubauen, damit wir uns wieder an dem orientieren, was die Menschen brauchen. Sie brauchen nationale Identität, sie brauchen ein gescheites Sitten- und Werte- und Normengefüge, welches unsere Vorfahren grundgelegt haben. Und dieses gescheite Sitte- und Werte- und Normengefüge, das brauchen wir in Deutschland. Und die AfD ist Garant, dieses wieder einzuführen. Und da machen wir alle mit, meine Freunde. Man nennt es Leitkultur. Wenn Sie nach Russland kommen, die haben ihre Leitkultur. Der Putin geht mit dem Popen in die Kirche, weil er genau weiß, dass die russische Seele diesen orthodoxen Glauben braucht. Der Mensch ist auf Orientierungen angelegt. Weil das so ist, braucht er Vorbilder. Und das weiß dieser Putin. Ich habe es gesehen in einem Beitrag, heute kann man das ja alles sehen im Internet, wo er vor seinen Leuten die Frage gestellt hat, wollen wir Moskau, wollen wir St. Petersburg umwandeln in Paris, in London oder in Berlin oder in Frankfurt am Main, wo man in gewissen Zentren gar nicht mehr merkt, dass man in seinem eigenen Land zu Hause ist. Die Engländer, warum sind sie denn ausgetreten? Weil sie sich nicht von uns gergeln lassen wollten in ein Europa hinein, welches die britische Identität kaputt macht. Das war der eigentliche Grund, warum die ausgetreten sind aus dieser EU, meine Freunde. Frankreich, hier wurde es erwähnt in einem Beitrag vorhin, die Nationalhymne, wie sie singen, Stefan Wild, glaube ich, hat es gesagt, oder die anderen, denken Sie mal an die Polen, noch ist Polen nicht verloren. So fing seit 200 Jahren deren Nationalhymne an. Und was haben sie erreicht letzten Endes? Ein ganz stolzes Volk sind sie geworden in Europa und wir sollten uns mit ihnen verbünden. Oder denken Sie an den Orban in Ungarn, was der den Menschen erzählt, wie wichtig es ist, dass man sich zu seinem Vaterland zu bekennen hat, damit die Orientierung funktioniert, damit die Menschen wissen, wo es lang geht. Die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Kultur, die gemeinsamen Sitten und Gebräuche. Nur in Deutschland will die linke Mischpoke das abschaffen. Das lassen wir nicht zu, meine Freunde. Wenn wir nicht wollen, dass dieses stolze Land mit seinen Dichtern und Denkern, mit seinen Ingenieuren und fleißigen Facharbeitern an die Wand gefahren wird, dann wird jetzt, und Uwe Scholz, du hast das so deutlich artikuliert, ich bin dir dankbar dafür, die AfD das große Halt als Botschaft in dieses Land setzen. Und ich sage Ihnen, das Made in Germany bleibt. Wir wollen kein Made in Europe. Made in Germany ist das Entscheidende. Gehen Sie mal nach China. Ich bin 8-mal da gewesen, habe dort Vorträge auf dem Bildungssektor in den Jahren 8 bis 13 gehalten. Und fragen Sie über Europa, sagen Sie, was ist Europa? Deutschland kennen wir, Europa
Da gibt es so ein paar welsche Länder, so muss man das übersetzen, wenn man den Chinesen richtig verstanden hat. Das ist Italien, das ist Frankreich. Frankreich war mal groß, aber die kommen doch überhaupt nicht mit. Aber seid ihr denn noch ganz bei Trost? Was macht ihr denn mit eurer Morgengabe der Qualifikation, die eure Geschichte uns bewiesen hat, dass Europa marschiert ist? Wissen Sie, wie die Chinesen die Deutschen nennen? Sie sagen zu Deutschland Dörgwa. Das heißt übersetzt Land der Tugend. Dieses Land der Tugend wollen wir erhalten, meine Freunde, und nicht durch linke Spinner kaputt machen lassen. Ich habe in diesen Tagen einen Zeitungsartikel gelesen von einem ganz bekannten Mann. Dieser Mann heißt Professor Sebastian Thurn, T-H-U-R-N. Er ist ein begnadeter Wissenschaftler. Leider arbeitet er nicht in Deutschland. Er operiert und agiert im Silicon Valley in Amerika. Und da ist er gefragt worden, ja, Sie sind ja nun weggegangen. Und dann hat er gesagt, ja, ihr wisst doch, wie der Bildungssektor, der mal ganz vorne weltweit in Europa und in der Welt gestanden hat, in Deutschland, insbesondere durch gewisse, er hat ja keine Parteien genannt, das machen solche Professoren nicht, durch gewisse Richtungskämpfe stark beeinträchtigt worden. Aber, hat er gesagt, Deutschland ist noch gut. Die Frage ist nur, wie lange. Und dann hat der Journalist ihn gefragt, haben Sie denn ein Mittel, nicht schwätzen, wenn ich rede, ihr zwei hier vorne. Hallo. Müsst ihr nicht machen, stört. Was müssen wir denn machen? Und da hat er gesagt, was Deutschland wieder lernen muss, dass es seiner Jugend klare Vorstellungen vermittelt, insbesondere in den Schulen und in den Universitäten. Denn Schulen und Universitäten haben den wesentlichen Auftrag, so sagt Professor Dr. Sebastian Thurn, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und übertragbare Einsichten zu vermitteln, damit die Zukunft gestaltet werden kann. Und helfen Sie bitte mit, dass das verrückte Konfliktgeschwätz an euren Schulen endlich aufhört, hat der Professor gesagt. Und hat er recht gehabt. Und ich sage Ihnen, ich bin überzeugt davon und ich teile die Ansicht von Uwe Schulz, von Stefan Wild und Gerhard Schenk, alle drei haben das bereits gesagt. Die AfD, meine Freunde, ist die letzte historische Chance, das Selbstbewusstsein, den Stolz, die Würde und das technische Know-how unserer Nation zu retten. Das sollten wir uns dick hinter die Ohren schreiben. Über den Vertrag ist gesprochen worden, da rede ich jetzt nicht drüber. Die haben ja das Wesentliche ausgespart, gar nicht zum Gegenstand der Erörterung in diesem 178-seitigen Papier gemacht. Da geht es nicht um den radikalen Islam, der uns täglich große Sorgen bereitet. Da geht es nicht um das Euro-Desaster, welches als Damoklesschwert, ich sehe hier einen Wirtschaftswissenschaftler unter uns, den Dr. Absagen, der selber hervorragende Beiträge dazu schon geleistet hat, das Euro-Desaster, welches als Damoklesschwert, Target 900 Milliarden und so weiter, über uns schwebt und von der Masseneinwanderung von afro-arabischen Analphabeten ist da keine Rede. Das muss man sich mal vorstellen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen ohne Scheu, ohne Ignoranz und Mutlosigkeit und Feigheit
das Geschehen in Deutschland beeinflussen. Ihr müsst da auch mitmachen, ihr Männer, wenn wir in die Kneipen gehen. Alle müssen mitmachen. Alle müssen mitmachen. Mit Säuselei und Duckmäusertum kann man in diesen schlimmen Zeiten nichts erreichen. Wir sprechen doch die Menschen an. Wir müssen das natürlich auch gekonnt tun, dass wir Deutschland als Nation nicht entmündigen. Uns sind doch die Menschen zugetan, wenn wir in Gesprächen, in die wir sie dann verwickeln sollten, in immer größerer Anzahl den Euro als katastrophalsten Konstruktionsfehler der neueren Wirtschaftsgeschichte bezeichnen. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist einfach nicht mehr hinnehmbar, wie von den Kanzeln in den Konfirmandenstunden und in den Klassenzimmern von gesinnungsethisch degenerierten Pfarrern und Lehrern der gesunde Menschenverstand bei den jungen Menschen regelrecht zerstört wird. Wir waren in Köln auf dem Parteitag. Ich habe ja meinen Ohren nicht getraut. In Köln auf dem Parteitag, Uwe Schulz, du warst sicher auch dabei, wo sie mich da gekratzt hatten, als ich durch wollte. Und dann waren Pfarrer zugegen, die dann in dem lokalen Kölner Rundfunk interviewt wurden. Und wir hörten das in dem großen Hotel. Und da meinte einer, unser Kreuz hat keine Haken. Ich denke, was will denn der überhaupt? Ich hatte es gar nicht kapiert. Ich hätte eine solche maßlose Niedertracht diesem evangelischen Pfaffen gar nicht zugetraut. So marschieren die. Und wir haben ja hier einen unter uns sitzen, der dieses Amt natürlich dann mit anderen Schwerpunkten versehen wird, wie wir vorhin gehört haben. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Wir haben doch diese degenerierten Gesinnungsideologen, die hier am Werk sind. Wer sich auseinandersetzt damit, wie ein Volk geprägt, erzogen und orientiert wird, der weiß, dass es einmal eine Gesinnungsethik gibt und eine Verantwortungsethik. Aber diese Pfaffen in ihren Talaren, inzwischen evangelisch und katholisch, machen doch nichts anderes, als die Menschen in die Irre zu führen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie können sich alle erinnern an die Bildzeitung, wo dieses armselige dreijährige Jüngelchen angeschwemmt wurde und die Bildzeitung natürlich nichts anderes im Sinn hatte, diesen armseligen, ertrunkenen Jungen uns ins Haus zu senden. Und dann gab es einen Kommentar dabei, der war von dem Bedford Strom, Eckhard Hild, unser spezieller Freund. Dieser Bedford Strom, das ist der Oberpfarrer der deutschen evangelischen Kirche. Und dann hat er gesagt, das sei ja alles herzzerreißend, das ist ja richtig so. Aber wir seien doch ein so reiches Land, wir müssten doch jetzt helfen, das könnten wir nicht weiter durchgehen lassen. Hätte der nur eine Spur von Verantwortungsethik in seinem Kopf oder unter seinen Rippen gehabt, dann hätte er sagen müssen, alle europäischen Marinestaaten, Schiffe als Kordon vor Afrika, damit diese Absauferei in schlimmster Art und Weise gestoppt wird. Das wäre verantwortungsethisch und nicht das dumme Gesäusel der Gesinnungsethiker, wie wir von diesem, wie ich ihn nenne, Barmherzigkeitsideologen jeden Tag hören, meine Freunde. Schenken wir mal einen kleinen Schluck ein. Ich will noch kurz etwas zur Schulpolitik sagen.
Ich wollte ganz anders reden, aber ich werde versuchen, die Dinge zu straffen, damit wir hier nachher noch ein bisschen ordentliche Musik hören. Und ich habe auch Lust, nachher einen ordentlichen Schoppen zu trinken. Jawohl. Wann hat es denn sowas schon mal gegeben? Wenn die neue konservative Kraft eine Veranstaltung politischen Aschermittwoch, Gerhard Schenk und Stefan Wild, das Ding wird nächstes Jahr, ich hoffe noch im größeren Rahmen, wenn wir dann bereits im Landtag in Wiesbaden sitzen, aufgezogen. Und die Menschen strömen dann zu uns, weil wir Orientierung und Kraft geben. Und diese Orientierung und Kraft, die ist so wichtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was sich in den Schulen abspielt, das ist mitunter als Hanebüchen zu bezeichnen. Ganze Generationen von Schülern werden von Heerscharen fehlgeleiteter Pädagogen in die Irre geführt. Es wird nicht mehr erzogen, es wird verzogen, es wird nicht mehr gebildet, es wird vergebildet. Das ist die Situation an vielen Schulen, insbesondere in Hessen. Denken Sie mal an diesen Kultusminister Lorz. Und den werden wir Uwe Schulz vor uns hertreiben. Der erste Antrag, der dort formuliert werden muss, und ein rhetorischer Wellenbrecher ans Mikrofon im Hessischen Landtag zu gehen hat, der wird zum Inhalt haben, diese verrückte Sexualkunde, Unterrichtsgeschichte für die jungen Schüler augenblicklich in den Papierkorb zu werfen, meine Damen und Herren. Ich kenne den ja, den Kerl, von früheren Parteitagen. Die meisten werden sicherlich wissen, dass ich ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter war, bin aber vor 20 Jahren bereits ausgetreten aus dieser Partei. Begründung können Sie im Netz nachlesen, schleichende Sozialdemokratisierung der CDU. Ja, der ist ganz in Ordnung, aber der Volker Bouffier, das große Schlitzohr auf seine Art und Weise, ist der Meinung, den Grünen auch das ein oder andere als Gunstbeweis auf dem Tablett zu servieren. Und deswegen hat er sich die Schulpolitik ausgeduckt, weil da am ehesten den Grünen Irrungen und Wirrungen entgegengekommen werden kann. Und das kommt eben davon, der Lorz, an für sich ein ordentlicher Mann, hat das machen müssen, weil er von oben runter zusammen mit dem Wirtschaftsminister, der den Grünen angehört, die grüne Note in diese hessische Landesregierung reinbringen musste. Und dann kommt sowas bei raus, wo man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann, wie mit jungen Menschen in unseren Schulen Schindluder getrieben wird. Das werden wir abstellen, augenblicklich, meine Freunde. Das kommt davon, wenn man sich mit den Grünen ins gemeinsame Lotterbett legt, wie die Koalition der CDU und der Grünen in Wiesbaden bezeichnet werden muss. Sie brauchen die großen Zeitungen ja nur zu nehmen, wo wöchentlich drinsteht, dass die deutsche Schule im freien Fall ist. Was diese Politologen, Pädagogen, Psychologen, Soziologen, evangelische und katholische Pfarrer sich erlaubt haben, geht auf keine Kuhhaut. Und deswegen müssen wir mit einer groß angelegten Initiative, gerade im Schulbereich, und leider ist das nur eine länderspezifische Angelegenheit, die Dinge wieder in die richtige Richtung bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da wird laufend geredet, die Schulen müssen ausgestattet werden, damit die technische Ausstattung und die Digitalisierung funktionieren kann. Das ist sicherlich richtig. Aber was hier fehlt, ist der neue Geist, der in diesen Schulen einziehen muss. Und da haben wir doch als Deutsche ein hervorragendes
Muster der Anwendung. Das sind die preußischen Tugenden: Gerechtigkeit, Toleranz, Pflichtbewusstsein, Disziplin und Ordnung. Das sind die Voraussetzungen, von der der Professor in Amerika im Silicon Valley sprach, als er gefragt wurde, wie kann man denn Deutschland nach oben bringen. Und das muss Gegenstand fächerübergreifend in dem Unterricht wieder eingeführt werden. Die ganze Welt spricht über diese preußischen Tugenden. Die Chinesen haben es gesagt, Dörgwa, Land der Tugend, und haben mir in Gesprächen gesagt, man kann uns mit ihrem großen Erzieher vergleichen, die in der Geschichte dieses Land auch geprägt haben. So müssen wir in Zukunft die Dinge anfassen, damit die wir gerade in der Bildungspolitik die Dinge voranbringen. Und dann das große Dilemma mit der deutschen Geschichte. Die deutsche Geschichte, das muss unseren Schülern gesagt werden, ist mehr als eine Kette von Fehlern, Irrtümern und Katastrophen. Die deutsche Geschichte hat nicht mit Erich Honecker umgekehrt, hat nicht mit Adolf Hitler begonnen und ist nicht mit Erich Honecker zu Ende gegangen. Der Uwe Schulz hat ein paar Beispiele gebracht. Die deutsche Geschichte hat sicherlich im 20. Jahrhundert schreckliche Fehler begangen. Aber ich sage Ihnen, meine Freunde, und das hat der Franz Josef Strauß mit inbrunster Überzeugung gesagt, die ewige Vergangenheitsbewältigung als gesellschaftspolitische Dauerbüßeraufgabe lähmt ein Volk. Die jungen Menschen... wollen Orientierung haben. Wir können es nicht weiter zulassen, dass die Leistung des deutschen Volkes regelrecht verachtet wird. Ich habe von diesen gesprochen, die das tagtäglich betreiben. Diese bindungs- und zügellosen Irrgeister, meine Freunde, haben doch in der Vergangenheit schon große Erfolge erzielt. Hier ein paar Kostproben. Da gibt es diesen Trittin. Dieser Typ betreibt im Stechschritt Hochverrat. Warum? Der hat Folgendes gesagt: Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Flüchtlingsdebatte. Uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Lande. Originalton Trittin. Claudia Roth, diese Gorgone. Das ist ein Wort aus dem Griechischen, das heißt Scheusal. Diese Gorgone ist hinter einem Schild hergelaufen, um zu demonstrieren, wo vorne drauf stand, Deutschland verrecke. Und es waren noch andere Vokabeln, die mein Anstandsgefühl es nicht erlauben, sie über die Lippen zu bringen. Dieses Weib, sage ich jetzt mal etwas salopp formuliert, ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Da regt sich kein Mensch auf. Die hat einen Stab von 5 Leuten inklusive Auto und Chauffeur. Was die kostet im Jahr uns als Steuerzahler. Und ein Mann wie Albrecht Glaser, der gezeigt hat, dass er von Juristerei, von Politik, von Bildung viel versteht, der wird nicht gewählt. Und ich rufe Sie auf, heute hier in Ludwigsau-Friedlus im Kreis Hersfeld-Rotenburg mit mir den großen Applaus darüber einzuleiten und ihn deutlich zu artikulieren. Wir warten so lange, bis Albrecht Glaser Vizepräsident des Deutschen Bundestages wird. Meine lieben Freunde, antisemitisch seien wir, nationalistisch, und was die da alles erzählen, das ist so schlimm. Ich sage Ihnen eins,
Diejenigen, die Hilfe verdient haben, brauchen wir gar nicht darüber zu reden, das ist eine Selbstverständlichkeit, die bekommen die Hilfe. Wir sind christlich orientiert, was denn sonst? Aber wer nicht integrationswillig ist, der nehme bitte schön seinen Gebetsteppich unter den Arm und geht dahin zurück, wo er hergekommen ist. Wir haben eine große aufklärerische Tradition in Deutschland, in Preußen. Es waren die jüdischen Frauen Rahel Levin und Henriette Herz, die in den Jahren 1780 bis 1820 die preußische Aufklärung in ihren Debattiersalons in Berlin zu höchster Blüte geführt haben. Sie haben sich dort versammelt. Kant war dort auch, Immanuel Kant, der große Philosoph. Und es war auch dabei der Jude Moses Mendelssohn. Und der Jude Moses Mendelssohn, der hat gesagt, also Immanuel Kant, das ist ja alles hervorragend, was Sie da hier geschrieben haben, nur es ist ein bisschen zu schwierig. Die Leute können das nicht so nachvollziehen. Wir müssen uns einer einfacheren Sprache bedienen. Wir machen aus dem kategorischen Imperativ Folgendes. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist der kategorische Imperativ. Übersetzt für den Otto-Normalverbraucher. Und daran haben wir uns orientiert in unserer großartigen Geschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das zeigt also, wie jüdische und christliche Tradition miteinander zu verknüpfen sind. Der Otto von Bismarck, der hätte die deutsche Einigung gar nicht stemmen können, wenn er nicht den großen Finanzberater Gerson Bleichröder gehabt hätte. Dieser Gerson Bleichröder war ein großer jüdischer Bankier, der wusste, wie man mit Geld umgehen kann. Sie lesen in keinem Geschichtsbuch in Hessen, ich habe dieses geprüft, dass der erste Präsident des Norddeutschen Bundes und auch dann der erste Präsident des Deutschen Reichstages der Jude Eberhard Simson war, dessen Eltern beide aus Königsberg stammten. Dieser Mann hat mit Bismarck zusammen, was die Darstellung der Politik anbelangt, im Deutschen Reich nach 1871 präsidiert im Deutschen Reichstag. Und da wollen die immer herkommen und wollen uns weismachen, wir seien antisemitisch veranlagt und müssten büßen, bis in die Steinzeit und zurück. Völliger Nonsens, wer die Geschichte kennt. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass die Ergebnisse der deutschen Geschichte ganz andere sind wie von den Grünen und den versifften 68ern in den Schulstuben und in den Konfirmandenstunden immer dargestellt werden. 10.000 Juden sind für Deutschland im Ersten Weltkrieg gefallen, meine Freunde. Und da haben sie ein Denkmal bekommen. Und als diese verrückten Nazis in 33 drankamen und dieses Denkmal schleifen wollten, ist der Vorsitzende der jüdischen Veteranen zum Ersten Weltkrieg zu Hindenburg hingegangen und hat gesagt, die wollen das Denkmal schleifen. Und da hat der Hindenburg in einer seiner letzten Handlungen gesagt, das Denkmal bleibt, es steht heute noch. Und das zeigt, wie wir im Grunde als Deutsche zusammen mit den Juden unsere Geschichte betrachten sollen. Und deswegen ist es eine Selbstverständlichkeit, den Finger in die Wunde zu legen, wenn diese Islamisten herkommen und wollen die Juden in Deutschland verfolgen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Da hört man von den Grünen und den anderen keinen Ton in dieser Richtung, weil sie früher mit denen gemeinsame Sache gemacht haben in Arabien. Joschka Fischer an der ersten Stelle mit dabei. Oder denken Sie, ich habe den Trittin zitiert, da gibt es aber auch andere bis in die CDU hinein, die gesagt haben, diese Einwanderung ist eine
goldene Situation. Wir brauchen diese Leute. Die Migranten sind ein Geschenk. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Das hat diese Flinten-Uschi, die sich Verteidigungsministerin nennt, gesagt. Das ist eine Frau, die kann auch nicht mal den Kettenpanzer vom Radpanzer unterscheiden und ist Verteidigungsministerin in diesem Land. So absurd sind hier die Vorstellungswelten geführt von dieser unsäglichen Merkel. Aber da haben die anderen Vorredner genug über die gesagt. Meine lieben Freunde, wir müssen mit Offensivgeist und charismatischer Artikulation in die Arena treten, damit wir verstanden werden. In der Sache klar und deutlich, aber mit heißem Herzen. Und da gibt es ja viele, die da sagen, das sind alles Rechte. Und sie wollen das Wort rechts als Kampfvokabel benutzen, um gegen uns vorzugehen. Und die Schickimicki-Anpasser in dem bürgerlichen Lager, die machen da noch mit. Wie ich meine, eine exakt falsche Standortbestimmung. Wir sind nicht ausländerfeindlich. Wir sind inländerfreundlich. Das ist der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Wir wollen den Rechtsstaat, den die Linken aus den Angeln heben wollen. Und wir wollen keinen Linksstaat, den Sie, Wagenknecht, will. Wir beten im Glaubensbekenntnis, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von einer linken Position ist mir da nichts bekannt. Wir singen im Volkslied, wem Gott will rechte Gunst erweisen. Ein linkes Tralala ist im deutschen Liedgut unbekannt, meine Freunde. Und ich sage Ihnen noch eins zum Abschluss. Wenn das Boot nach links kippt, dann setzt man sich nicht in die Mitte, sondern auf die rechte Seite. Völlig normal, meine Damen und Herren. Das anständige Deutschland will zurück zu den Konservativen. Und die sitzen seit 1848 im Frankfurter Paulskirchenparlament auf der rechten Seite. Und wieder seit September 17 mit 92 Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Und das macht uns alle froh, meine Freunde. Ich wollte noch etwas über die Eckpfeiler der politischen Professionalität sagen, mache ich nicht. Ich komme jetzt wirklich zum Abschluss. Ich sage Ihnen, wenn wir in die Hessenwahl gehen, dann müssen wir der Quantität der Altparteien unsere Qualität entgegensetzen. Wir haben in Hessen Spezialisten für die Bildungspolitik. Wir haben in Hessen Spezialisten für die Wirtschaftspolitik. Einer sitzt unter uns, Dr. Moderig aus Fulda. Wir haben Spezialisten überall. Ich habe das nur deswegen gesagt, weil er gerade vor mir sitzt. Wir haben so einen jungen Mann, der gesellschaftspolitisch den zeigt, wo der Bartel den Most holt, unser Pfarreranwärter, den ich mir auch vorstellen kann als kompetenter, gekonnter Debattenredner, um im diskursiven Infall. Den muss man nämlich beherrschen. Meine lieben Freunde, wir müssen in dieser Auseinandersetzung gekonnt vorgehen. Otto von Bismarck hat einmal gesagt, in der Politik kommt es nicht darauf an, was man sagt, sondern wie es verstanden wird. Im Großraum Frankfurt, wo die Wahl, ich sehe hier Freunde, die selbst aus dieser Ecke heute Abend zu uns gestoßen sind, wird die Wahl entschieden. Und in Frankfurt müssen wir anders argumentieren, auch von der Wortwahl her wie im Thüringer Wald.
Weil es wir zu tun haben mit einem zeitgeistaffinen Wechselwählerpublikum. Dieses zeitgeistbezogene, auf Deutsch Wechselwählerpublikum, die fallen dann wieder zurück in FDP und CDU, wie wir gemerkt haben, als wir uns gestritten haben. Aber dieser Streit in der hessischen AfD ist Gott sei Dank vorbei. Ich hoffe es. Und ich wehe, es tritt da einer auf und will sich zanken. Dann ist was los. Denn, meine Freunde, und wenn wir dieses Politikangebot gekonnt, vereinfacht und verständlich an die Wähler herantragen, nicht über die Köpfe der Menschen hinwegreden. Denn, meine Freunde, die AfD ist nicht nur auf der Etage, wo Sekt und Kaviar gereicht wird. Die AfD ist auch da zu Hause, wo ein Stück alle Wurst in die Faust und ein Schoppen Bier in die Hand genommen wird. Und das müssen wir berücksichtigen. Und wenn wir, meine Freunde, wie der Martin Luther gesagt hat, unseren Menschen aufs Maul schauen, dann sind wir in der Lage, mit diesen argumentativen Schneisen die Wähler in Bewegung zu setzen. Mit den rhetorischen Wellenbrechern, von denen ich sprach, Uwe Schulz gehört dazu, wird diese Rednergarde in Hessen durch dieses Land ziehen. In der Sache kompetent, in der Form dynamisch. Und dann beginnt der Nebel zu zerreißen, der die Wahrheit so lange auch in diesem Land verhüllt hat. Weil wir sagen, was wir denken und handeln, wie wir reden, meine Freunde. Das ist der entscheidende Punkt in der politischen Auseinandersetzung. Wir machen einer völlig verfehlten Bildungspolitik den Garaus. Und wir werden es veranlassen, dass die Irrwege der versifften Gesellschaftspolitik in Hessen beendet werden. Dabei wandeln wir mit wehenden Fahnen der Zuversicht in Richtung Wiesbaden. Und die Altparteien stehen mit schlotternden Knien und flatternden Hosen am Wegesrand, meine Freunde. Weil wir auch hier dabei sind, die kopernikanische Wende der Politik einzuläuten. Und damit das auch richtig funktioniert, rufen wir uns allen hier, bevor wir das Deutschlandlied gleich zusammen singen, zu. Packen wir an, kämpfen wir, schaffen wir, siegen wir für Hessen, unser Heimatland, für Deutschland, unser geliebtes Vaterland. Ich bedanke mich.